Wie war das? Konnte ich hier rein? Ach so, ah, okay. Was gibt's denn hier drin Schönes? Ach, ich bin so ein Idiot. Ich bin so ein Idiot, okay. Bam, bam. So, so viel zu diesem Thema. Ich habe hier einen Schlüssel bekommen. Aber ich dachte, der wäre für später. So. Da sind Messer. Die sollte ich mir auf jeden Fall besorgen. Ja, dann haben wir hier natürlich wieder eine Schwierigkeit. Das muss ja sein. Warte mal. Ach so, jetzt kann ich hier... Ah, okay. Ich nehme gleich mal einen Stein mit. Das scheint ja jetzt hier ja so eine Schleicheinlage zu sein. Nee, 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 nee. Du entdeckst mich nicht. Der hat mich jetzt nicht wirklich entdeckt, oder? Oh, fuck. Ich bin wieder so richtig gut drauf hier. So, einer weniger. Ach. Tür zu. Ich will die Knarre. Wo ist die Knarre? Ach, die habe ich schon. So. Jetzt habe ich unnötig viel Lebensenergie verloren, wie immer halt. Aber jetzt kann ich mich wenigstens in Ruhe umgucken. So. Das Medipack hätte ich nämlich sonst verpasst. Die Spinne gehen wieder nicht auf. Ja, hier gab es ja wieder richtig viel zu entdecken, wa? Jetzt geht es wahrscheinlich um diese Tür hier? Nee. Dann geht's um die Tür da oben. Irgendwo war doch hier eine Tür. Quatsch, so ein Empfangsbereich, sage ich mal, oder so ein Meldebereich, wie auch immer. Ja, dahinter tappelt schon jemand rum. Okay. Geht's hier auch hoch? Ja. Checkpoint. Sehr schön. Das freut mich. So. So, jetzt gibt's hier wieder richtig Action. Oh Mann. So, bringt mir der Schlüssel hier irgendwas? Nö. Nö. Und hier auch nicht. So, da habe ich gerade schon in der Sequenz gesehen, da oben sind wohl welche. Noch einer. Das waren noch nicht alle, oder? Ah, die Musik ist aus. Da kommen bestimmt gleich noch im Nachhinein welche. Ah, ein Scharfschützengewehr. Finde ich gut. So. Jetzt hätten wir das, die Granate noch. Also entweder bin ich bei meinem letzten Rush hier überall einfach durchgerannt, oder... Weiß auch nicht, ich habe irgendwie in Erinnerung, dass hier noch ein paar Gegner kommen. Egal. Ich könnte mich mal heilen.
Ich sollte daran arbeiten, dass ich mich nicht mehr so leicht treffen lasse. Ja, Aufzugfahrt, wa? Durch die ganzen Irren hier. Ich weiß gar nicht, ob das so richtig als Nervenheilanstalt oder... Lasst mich raus! Lasst mich raus! Versteht denn niemand? Wenn der Patch bis Dienstag nicht fertig ist, können wir nicht auf Version 1.5.02 upgraden. Ja, war vielleicht ein Satz, den einer der 13 Entwickler, als er mal richtig verzweifelt war, hier eingesprochen hat. Es wäre zumindest sehr passend. Ja. Ich freue mich übrigens immer noch auf das Remake. So, das ist erledigt. Oh nein, warum kommst du denn jetzt hierher? Verflucht nochmal. Gab's dann. Ja. Wo kam denn das her jetzt? Ist doch nicht euer Ernst. Komisch, jetzt haben die da nichts mitbekommen. Das ist jetzt nicht wahr. Was zum Teufel? Aufschießen darf ich natürlich auch noch. Ja, nachladen wäre schon eine gute Idee. So, wenn ich mich nicht täusche, habe ich jetzt noch weniger Lebensenergie als eben. Hier war das Medipack, da hinten war das Scharfschützengewehr, was ich auf jeden Fall gebrauchen werde. So, hier war noch was, genau, Munition, Granate. Fein. Und erstmal nachladen. Munitionsmäßig sieht das echt nicht gut aus. Weiß auch gar nicht mehr, wie lange diese Szene eigentlich geht hier. Ich bin Informatiker. Lass mich raus! Lass mich raus! Versteht denn niemand? Wenn der Patch bis Dienstag nicht fertig ist, können wir nicht auf Version 1.5.02 upgraden. Hört ihr? Niemand! Ah, da ist ja noch einer, guck mal. Da ist der Mann ohne Gedächtnis! Mann ohne Gedächtnis? Mann, jetzt stirb doch mal! Ja, komm, ich mach das nochmal. Los, komm. Wenn sie treffen sollen, treffen sie nicht, weißt du? Ach, Mann, ey, warum laufen denn hier so viele Leute rum? Als ob ich hier 100 Schuss Munition hätte. Am besten ich mach's so. Und baut's. So, jetzt muss ich mal eben meine Erinnerung wegmachen, die genau jetzt natürlich wieder rumkräht. Da ist Ruhe, so. Okay. Kann ich das jetzt hier irgendwie so machen, dass ich nicht so viel Lebensenergie einbüße? Wahrscheinlich nicht. Alarm in Stockwerk 1. Ein Patient ist ausgebrochen. Er ist extrem gefährlich. Sofort schießen. Darum bin ich, glaube ich, auch damals hier einfach durchgerusht, weil ich die da oben einfach mit dem Scharfschützengewehr
runterholen wollte, sozusagen. Das macht jetzt sogar Sinn. Okay. Das war's. Wir haben zumindest ein bisschen mehr Munition. Wo wir gerade davon reden, kann ich gleich nachladen. So, dann das Scharfschützengewehr natürlich und das ganze Gewühl hier. Schön, dass ich das jedes Mal aufsammeln darf. Danke Ubisoft für diesen Checkpoint. Dem nicht vorhandenen. Und danke, dass ich mir jedes Mal diesen Satz anhören darf. So, gibt's da irgendwo Deckung? Nö. Überhaupt nicht. Das ist ja geil. Ach. Ja, genau. Stirb doch, Mensch! So, Scharfschützengewehr. Den da oben wegsnipern. Wo ist er? Ja, genau. Wollt ihr mich komplett verkaspern oder was? Meine Güte, ey. Ich hoffe, ihr hört das Gebrabbel meiner Nachbarn nicht, aber die fangen jetzt wieder an. Deswegen darf ich jetzt auch die Folge gleich beenden, sobald hier ein Checkpoint aufgekreuzt ist. Ich will ja nicht, dass ihr das die ganze Zeit miterlebt. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich so wenig aufnehmen kann. Hier ist es nämlich in letzter Zeit extrem laut. Ach, guck mal, da ist doch das, wo ich gerade schon gewütet habe. Gute Wachleute auf jeden Fall. Das hätten die eigentlich mitbekommen müssen, was da unten los war. Ja, wie gesagt... ich werde auch irgendwann dieses Jahr hoffentlich umziehen können und deswegen dann werde ich vielleicht auch ein bisschen mehr aufnehmen können. Es sei denn, die neue Datenschutzgrundverordnung ist bis dahin schon in Kraft getreten und man darf keine Let's Plays mehr machen. Dann hat sich das natürlich komplett erledigt. Aber ich hoffe einfach mal, dass ich das Spiel noch durchspielen kann, bevor es hier... Oh, fuck, Mann! Blöder Halbaffe, ey. Ich habe halt noch keine Medipacks mehr. Blöder Penner. Und es war immer noch kein Checkpoint da, ne? Machst du mal irgendwas, dass ich dich da rauskriege? Ja, nee, ist klar, natürlich. Leck mich doch am Arsch, ey, gleich bin ich tot. Und was soll ich jetzt noch reißen mit 10 Lebenspunkten? Ernsthaft? Danke, Mrs. Lawrence. Und kommen Sie bald wieder. Warum sagen Sie denn nichts, Mrs. Lawrence? Sind Sie nicht zufrieden? Ach, kommen Sie. Ich habe noch eine Menge anderer interessanter Artikel, die ich Ihnen präsentieren kann. Was ist ihm hier passiert? Er wird mir als Feind angezeigt, ne? Gehen die gleich auf mich los? Ah, ich muss hier den Strom abstellen. Ah, okay. Ich glaube, die werden dann zu Feinden, die da drin sind. Egal, vielleicht kann ich mich in der Zwischenzeit auch mal irgendwo heilen. Ja, genau.
Ein geistig kranker Mitknarrer. Sehr schön. Was zum... Wo muss... Hä? Hä? Ich dachte, ich muss hier Strom abstellen oder so. Egal. Vielleicht muss ich ihn auch da unten abstellen oder so. Ich weiß es nicht mehr. An diesen Part hier kann ich mich wirklich gar nicht mehr erinnern. Irgendwie. Das war ja ein schönes Pitch-Geräusch, als ich reingefallen bin. So, hier muss ich hoch. Level abgeschlossen. Schonen Sie das medizinische Personal. Finden Sie einen Weg, die Anstalt zu verlassen. Okay. Ich will nur mal kurz gucken. Habe ich wieder 100% Energie? Nö, natürlich nicht. 25. Ach, ihr seid ja so gnädig. Mal kurz umgucken. Nö, ich sehe gar nichts. Okay, also wird sehr lustig in der nächsten Folge. Vielleicht müsste ich meinen Speicherstand zurücksetzen. Mal gucken. Ich hoffe natürlich, dass ihr wieder dabei wart und Spaß hattet. Und würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei wärt. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.